Hallo und willkommen heute mal zum DAX Bigger Picture. Also das ist nicht das Größte. Auf Stundenbasis 1. Wir nehmen mal den JFD Bank. Und wir machen das Ganze auch gleich mal als Tutorial, um eben zu zeigen, wie man hier den Weg so ein bisschen vorhersehen kann, beziehungsweise in einem etwas unklaren Bereich sich grob mal eine Einschätzung zu geben. Beziehungsweise hier vor allen Dingen in einem laufenden Markt Ziele zu finden, Zwischenziele zu finden, Unterstützungen zu finden. Denn so richtig ist immer noch nicht raus, wo wir sind. Wir wissen noch nicht mal, was das hier ist. Und dann wissen wir auch noch nicht, wie das aussehen muss, dass es abschließt. Also generell ganz viele zählen das als Korrektur. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es ein 1, 2, 3, 4, 5 ist. Das ist eben schwierig rauszusehen, weil es bestimmen mehrere Verhältnisse, deswegen schreiben wir einfach mal ganz grob was dran. Das ist nicht auszuschließen. Damit hätten wir hier oben irgendwo übergeordnet 1 oder A. Rot. Wir machen es größer. Und das trifft sowohl, also hier würde 1 oder A zutreffen. Und wenn das nur wäre, also sprich, wir hätten ein A, B, C als Zickzack nach oben, dann wäre das hier ein A. Also das ist erstmal so die grobe Zählung hier vorne. Ne, wir können das auch nachweisen mit dem Kanal. Wenn wir irgendwo hier unten mal hochziehen. Dann sehen wir, dass hier der Kanal läuft. Und ich sage mal, selbst wenn wir sagen, okay, wir legen an der 2, 4 an, dann läuft hier trotzdem weiter. Und das könnte ja ein EDT sein. Es ist nur ganz schwer, dem Ganzen das EDT abzusprechen. Also die Grundvoraussetzungen innen drin sind erfüllt. Ich habe mir das alles mal gestern Abend und die ganze Zeit mal angeguckt. Komisch sieht eben das hier aus, weil das eigentlich auf den ersten Blick auf jeden Fall ein Impuls ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, die haben versucht, den Aktienmarkt zu stützen. Und wenn man sowas sieht und weiß, okay, hier würde irgendwo, hier ist der nächste Impuls und der zieht hier runter, dann würde hier das nächste Tief gemacht. Wenn ich irgendwo als Bank oder irgendwas intervenieren will, damit meine Kurse nicht futsch gehen, würde ich anfangen, an der Stelle gegenzuschieben und würde eben diesen Impuls kaputt machen. Und dann komme ich hier oben drüber, mache den Impuls wieder kaputt und dann schiebe ich das Ganze noch ein paar Mal und irgendwann steht hier was anderes und das schiebt sich nach und nach seitlich und dann irgendwann weiter hoch. Also sprich, es ist nicht ganz raus, was wir hier haben. Es sieht ein bisschen aus wie manipuliert bzw. interveniert. Die Möglichkeit gibt es. Die Möglichkeit wird auch genutzt. Sieht man sehr stark bei Währungen, dass plötzlich eindeutige Sachen verfälscht werden und dann schiebt sich das hoch und dann lassen die das wieder laufen. Dann gibt es auch hier eine Gegenbewegung. Ja, also sprich, wenn wir hier irgendwo sagen, wir haben das hier oder das hier als Impuls, Quatsch, als Impuls, als Korrektur, dann hätten wir irgendwo hier in dem Bereich A, C in jedem Fall. Das ist gut zu erkennen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, denn er kommt hier nicht runter, macht hier nicht die nächste Bewegung. Und dann haben wir hier möglicherweise auch ein A, B, C nach oben. Also sprich, hier eine XW dazwischen oder ähnlichen Geschichten. Also sprich, bevor ich das jetzt tausendmal auszähle mit X, W, Y, irgendwas, ist das hier oder das hier im Ganzen eine Korrektur. Ohne lange darüber zu nachzudenken. Das heißt, wir haben hier ein Tief, wir haben hier irgendwo eine Trendlinie. Und die Trendlinie ist entscheidend, zumindest für den Spaß hier, und diese Trendlinie ist im Ganzen gesehen auf den DAX eine ziemlich, 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 ziemlich steile Trendlinie. Ne?
Wenn man das so mal anlegt, die gibt es hier. Ne? Aber bei den steilsten, schnellsten Trends irgendwo. Immer diese dreien ähnlich Geschichten. In der 1 gibt es hier auch. Ne? Aber. Also sie ist existent. Ne? Also sprich, es ist nichts Ungewöhnliches, dass da an der Stelle so ein Allgemeintrend eben herrscht. Ne? Das kommt eben immer wieder vor. Also, ab hier oder ab hier korrektiv. Dann kommt der wieder los und dann läuft er wieder. Statt dass er eben hier weiter eben abbiegt und hier eben über den ABC Korrektur zu der Bewegung, läuft er weiter nach oben. Und jetzt sind hier mehrere Fragezeichen. Ich sage, was ist das hier? Was ist das hier? Ne, wenn man dann die Trendlinien sieht. Ich sage, das ist eine Bewegung. Dann kommt hier eine Korrektur. Hier ist eine Bewegung. Hier ist eine Bewegung. Man sieht dann auch, verbindet man mal diese Hochs mit den Tiefs, werden die auch regelmäßig gebrochen hier. Und da ist eben kein so richtiger Bruch drin. Deswegen ist die Frage, was ist hier Korrektur und was ist Bewegung noch? So sprich, wenn man hergeht und nimmt diese Bewegung, wäre das hier irgendwo ein ABC. Beziehungsweise ein A, dann ein XW und dann nochmal ein ABC nach oben. Das ist so eine laufende Korrektur nach oben. Also sprich eigentlich so eine Art Doppel-Zickzack, weil hier ist nochmal ein Zickzack und hier drinne, ja, auch ein Zickzack. Das Ganze als Korrektur. Natürlich kann man das hier auch irgendwo als Leading Diagonal zählen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gemacht gehabt und gesagt, hier, wenn das hier eine 1 ist und wir kommen hier hoch, dann wird das schnell. Ist nicht ganz auszuschließen. Aber was mich stört, wenn das ein Leading Diagonal gewesen wäre, dann wäre er möglicherweise hier schon irgendwo abgegangen, etc. pp. Also es ist problematisch. Und deswegen nehmen wir die jetzt mal an. Wir haben irgendwo hier eine Bewegung, da eine Bewegung. Wir gucken uns die letzten drei Hochs mal an und die bilden meistens Kanäle. Also wenn wir irgendwo sagen, wir haben hier irgendwo ein Tief, da ein Tief. Gehen mal bitte kleiner rein, eine Stunde. So, und dem geben wir auch gleich mal eine Farbe. Orange. Machen hier einen Kanal raus. Also sprich, die Tiefs mit dem Hoch. Wir sehen, wir haben hier Reaktionen, also der nimmt den durchaus wahr, den Kanal. Und wir schreiben mal hier drüber, was das sein könnte. Das könnte C sein. Eins. So, C in Form von A. C. Oder eben, wie gesagt, hier in Untergeschichte eine 1, eine 2, wieder eine 1, das würde das extendieren hier. Dann wäre das eine A oder eine große 1. Das wäre ein B oder eine große 2. Also man sieht, man muss hier
diese Optionen einfach mitnehmen. Man kann die einfach nicht zählen und sagen, das ist das jetzt. Ne? Das ist die Eindeutigkeit, ist hier schwer gegeben und man sieht, selbst das hier ist nicht ganz eindeutig, aber man kann dadurch anfangen, eben Ziele zu suchen und eben Bedingungen daran zu knüpfen. Ne? Die Bedingung, dass hier die 1 fehlschlägt, wäre der Durchschlag hier unter die 2. Das heißt, kommt der hier runter und kommt hier unten unter diese. Unter diese 12.997 war das am Ende nur ein A. Und dann wissen wir, okay, der kommt dann auch nicht aufgrund dieser Geschichte wieder hoch. Ne? Und das gilt hier für alle Tiefs, die irgendwo sind, die dann anfangen, diese Theorien zu vernichten, wo dann einfach die Buchstaben weggelöscht werden oder beziehungsweise Zahlen und am Ende war es doch nur irgendwo eine C oder ein A oder etc. So, das ist der erste Kanal. Ne? Dann wäre auf dieser Grundlage hier. Könnte man das hier als 2 zählen? Oder eben, wir haben hier immer noch ein A, ein B, also ein A, B, C, dann ein XW und wieder irgendwo was. Das heißt, das macht der Markt eben auch gerne. Der Markt mag eigentlich nicht, wenn solche Linien hier gebrochen werden. Also es kann durchaus sein, dass er sagt, ja, die 0, 2, das ist, das ist ihm zu doof gewesen hier. Und dann sprechen wir davon, dass wir hier irgendwo die 2 doppelt nehmen könnten. Also sprich, dann wäre das oder das die 2. Ne, weil er macht das auch, er läuft hier quer, er bildet ja fast ein Dreieck aus. Er macht es nur nicht ganz, es geht leicht nach oben. Sonst hätten wir hier eine schöne Formation, die irgendwo leicht nach unten laufen würde, leicht nach da. Und dann hätten wir hier ein A, B, C, D, E. Ne, dann wüssten wir, dass wir einfach nur den letzten Schub abwarten müssten. Und dann ist zumindest diese Bewegung dann zu Ende. Ne, das ist aber in dem Sinne nicht so, weil er ist hier drüber gekommen. Zwar nicht viel, aber erstmal ist davon auszugehen, dass das zwar eine Korrektur ist, aber wie weit die eben geht, etc. pp. Und deswegen betrachten wir jetzt mal dieses hoch und dieses hoch. Auch als Kanäle, weil das hier könnte die nächste 1 sein. Wenn hier die 2 ist. Das ist ein bisschen kompliziert manchmal, da wir rauskriegen müssen, einfach ist es hier Teil der Korrektur oder ist es Teil der nächsten Bewegung. Also sprich, das mal dran. Das bedeutet, die Frage ist jetzt, endet die Korrektur hier oder hier? Ne? So, das ist der erste Kanal. Jetzt haben wir hier einen Kanal, den wir prüfen müssten. Den machen wir blau. Das Problem ist so ein bisschen dieses Tief hier. Der Xetra hat das nicht gesehen, L und S haben das nicht gesehen, das war nachbörslich. Das war irgendwann frühs um 0 Uhr oder etc. Genau. Daher ist es so eine Sache mit diesem Kanal. Also sprich, wenn ich hier mal umschalte auf den Xetra, der kennt dieses Tief nicht. Ne? Deswegen kann genauso gut irgendwo sein, dass er den Kanal hier nimmt. Das kann man auch mal nachprüfen.
das dann aussieht. Und dann sieht man, der schlägt schöner an hier. Also es ist durchaus möglich, dass man sagt, okay, wir machen hier mit dem Cetra weiter. Hier ist dasselbe in Grün. Ne? Nur mal als Beispiel hier. Ne? Dann haut er hier in das Dreieck. Ne, hier sind ja noch andere Kanäle gewesen. Und dadurch fällt er erstmal ab. Und hier sieht man, der hat den nochmal bestätigt. Der kam ja dann abends nochmal oben raus, kam oben drüber. Also das ist manchmal, ja, mit diesen nachbörslichen Kursen, weiß ich immer nicht so genau. Deswegen mache ich dann immer meistens eher den L und S. Ne? Und dann sieht man auch, dass hier die Kanäle auch teilweise hier anschlagen. Ne? Und man sieht auch, er nimmt den hier. Und wenn er rauskommt, zieht er nach oben durch. So, haben wir diese Geschichte geklärt. Und das ist jetzt was Eindeutigeres. Ne? Wir haben hier einen Impuls. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 möglicherweise. Oder eben 1, 2, das hier als 1. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier die 3. Dann kommen wir hier in die 4. Und dann gehen wir in die 5. Und wenn wir das jetzt mal kontrollieren, das ist was, was man eben jetzt schon auflösen kann. Und machen den mal grün. Und dann kann man hier sehen, dass der bei der überschießenden 3, wenn man mal einen richtigen Kanal draus. Dann sieht man, der läuft hier oben mal ein paar Mal drauf lang. Die kann man hier auch verlängern. Und im Xetra sieht man, da passt ja noch viel besser. Im Xetra ist der hier oben ein paar Mal bestätigt, da bestätigt, hier läuft er drauf lang. Und würde hier eben sein Ziel haben. Das bedeutet, die Gegenbewegung zu der Bewegung wäre hier oben im Kanal. Und das ist ein potenzielles hochwertiges Ziel durch diese Kanalgeschichte, dass die 3 extendiert. Und über den Kanal hinausgeht und da eben hinkommt. Das heißt, hier ist irgendwo was, was anschlagen könnte. Und die schlagen meistens an. Also sprich, hier passiert meistens irgendwas. Jetzt prüfen wir das Ganze mal mit Retracements. Also sprich, wir gehen jetzt noch gar nicht in diese kleine Bewegung rein. Die sieht ähnlich aus innen drin wie die hier. Das war auch eine überschießende 3. Und dann schauen wir einfach mal. Und zwar, wenn man ausgeht, dass das hier irgendwo eine 1, 2 ist. Dann geht man aus, dass die 3 irgendwo in etwa bei 161,8 hinläuft. Das heißt, extendiert der wieder und wieder und wieder, ist das hier ein Zwischenziel. Der muss da nicht hinlaufen. Das ist einfach nur für die Option, also sprich Zielfindung in Form von, was ist, wenn er in den Bereich kommt. Wenn er das macht eben und diese Überschreitungen macht. Was eben auffällt, es reagieren nicht viele andere Retracements. Also sprich, meistens hat man den Fall, wenn was an dieser Bewegung dran ist und den Rücklauf dran ist, dann hat man hier irgendwo Bestätigungen viele. Wo man dann sieht, ah, hier passiert was, hier ist wäre ein Hoch gewesen oder ähnliche Geschichten. Deswegen ist
das als 1 nicht so ganz wahrscheinlich. Also möglicherweise doch als C und dann als A, B, C hier hinten. Oder eben, dass das hier ein A, B, C ist und das wäre eine 1. Aber dazu gleich mal mehr. So, wir machen mal die Retracements, die uns nicht interessieren, weg. Die 100 hat sowieso nicht funktioniert. 161, 138, 172, das sind interessante Werte. Also die 127 könnte man grob sagen. Also die sind nicht so genau, diese Zielfindungen hier. Die sind nur in Kombination genau. Ne? 138,2 wäre was. Wäre bei 875. Die lassen wir einfach mal so stehen. So, und jetzt gucken wir uns mal die blauen Retracements an. Und sagt, okay, das wäre eine 1. Das wäre die 2. Ne? Wobei mir das Böse aufstößt hier innen drin. Ne, das wäre nämlich nur. Dazu würde dann hier oben noch das nächste hoch fehlen, dass man sagt, hier ist ein Impuls. Also sprich, es ist auch nicht auszuschließen, dass das wirklich hier ein A, B und dann, also ein A, B, C, XW, A, B, C nochmal wäre. Und das ist auch nur Teil der Korrektur. Aber wir schauen das jetzt einfach mal nach. So, den machen wir blau. Können mal gucken, ob er irgendwo hier die 88,6 schlägt an. Die sind zu tief. Naja, so richtig viel schlägt hier auch nicht an. Die Frage ist eben, wie gesagt, ob man nochmal in den Xetra reinguckt. Dann hätte man die Geschichte nochmal verschoben. Na gut, nur die 61,8, das heißt schon was. Na gut, jetzt eine Kombination könnte dazu mit beigetragen haben. Die nächsten Punkte wären hier oben 14,860, 14,875. Jein. Wir lassen die trotzdem mal so stehen. Wir nehmen mal die unteren raus. Das wird sonst zu viel. Das wird sonst zu bunt. Und wir lassen nur die 127, 138, 161,8 bleibt stehen. So, die betrachtet. Jetzt betrachten wir mal die grüne Geschichte. Also sprich, der extendiert ja hier, also kann man davon ausgehen. Also ein typisches Ziel wäre zum Beispiel, wenn das hier eine 1, 2, 3, 4, also 3, 4 und dann die 5 wäre, wir schreiben es mal dran. Also 1, 2, 3. 4, 5. Dann sind es zum Beispiel Ziele bei extendierender 3, die 1 Anker 4 angelegt ist gleich die 5. Also Länge der 1. An der 4 wäre die Länge der 5. Also 14, 9, 8, 0. Und da machen wir mal eine Markierung hin. Die Markierung machen wir.
So, dann sind typische Ziele von der 0 bis zur 3 angelegt. Der 4. Die 50 zum Beispiel und die 61,8. Das heißt, wir hätten hier, duplizieren die einfach, hier einen, hier irgendwo einen, die 38,2 ist sehr selten. Und ich glaube auch noch nicht, dass der Montag früh hier anhält, bevor er nicht an dem Kanal ist. Deswegen lassen wir die erstmal so stehen. So, das ist eine typische Zielwendung. Also sprich, wenn alles oben reißt und alles oben rausgeht, ist hier so ein Wert, hier ist Schluss. Es sei denn, er extendiert, dann würde er hier inzwischen nochmal noch was machen. Aber wenn der hier anfängt und hier in der Bewegung weitergeht, ist meistens hier Schluss und dann kommt die Korrektur. Also das ist so die oberste mögliche Bewegung, wenn er eben hier steil weiterzieht. Wir vergleichen das gleich nochmal mit einem anderen Extremfall. Aber wir machen hier einfach mal jetzt einen Wert raus, weil man sieht es hier, hier sind mehrere Kombinationen. Also die 61,8 von dem Bereich. Aber dazu müsste er oben rauskommen, müsste hier alles andere kassieren, weiß ich nicht, weil bis jetzt hat er noch keine halbwegs vernünftige Korrektur hingelegt. Irgendwann würde er mal sowas machen hier. So, dann gibt es eine nächste Möglichkeit. So, dann haben wir immer noch die Zielprojektion der 2 bis zur 3 angelegt an der 4. Und dort ist der aller extremste Fall, der meistens in Crashs nach unten passiert. Das ist, wenn 3 die Länge der 4 hat, also sprich die Länge der 5 hat. Sowas gibt's meistens, wenn der Markt crasht. Dann denkt man, es hört überhaupt nicht mehr auf und dann ist meistens die 3 auch der Länge der 4. Dann hat man hier solche riesen Teile stehen, wo dann diese Bewegung im Grunde genommen nochmal kommt. Das ist eher unwahrscheinlich, das gibt es selten. Das ist häufiger, aber meistens zählen hier die Kanäle. Und jetzt gucken wir mal was anderes. Also sprich, wir haben hier die 50. Und das ist interessant. Die 50 kommt so ungefähr mit dem Bereich hier zusammen. Also sprich, hier hingesetzt, das ist auf jeden Fall eine interessante Marke, weil wir hier so eine Schnittstelle hätten. Und der begnügt sich mit sowas. Man staunt dann, wenn er eben an sowas hinkommt und hat dazu eine Marke und einen Kanal, dann ist er zufrieden und dann fängt er an und korrigiert. Ganz sicher können wir uns erst sein, wenn er anfängt und geht hier irgendwo raus und hat man einen Impuls gesetzt. Ne? Also sprich, selbst hier mit der Impulsgeschichte, die ich für einen gehalten habe, hat uns ja hier belehrt, es ging nicht runter. Interessant ist es, dass der Dow Jones dasselbe macht und der Dow Jones ist aber nicht drüber gekommen. Also es kann durchaus sein, dass der Dow Jones das macht, was wir hier im DAX gedacht haben, wenn der morgen da nicht drüber kommt, dass der dann hier runterschmiert. Im DAX muss man das jetzt mal abwarten. So, dann haben wir eben hier einen ganz interessanten Wert bei 14.8875, also grob 14.000. 990 ist ein grober Wert. Hier haben wir 14.875 als Wert. So, und jetzt greifen mal der Tagesanalyse für morgen vorweg, weil wir haben ja hier auch eine Bewegung auf der 5-Minuten-Basis. Und hier ist jetzt der Fall, wenn ich euch, das möchte ich euch mal zeigen, das ist eben das, was ich eben da gemacht habe, weil der nachts hat er ja auch nicht groß korrigiert, sondern er ist seitlich gelaufen.
Sieht aus wie der Dow Jones. Also der macht ständig solche Geschichten irgendwo. Dann haben wir hier auch denselben Fall mit dem Kanal. Also erstmal ausgehend davon, dass das die 1 ist, ne? Er hat hier die 3 gelegt. Das ist eine eindeutige 4, also sprich eindeutiger geht das nicht. Ich sage entweder, ist das eine 4 oder ein B. Das heißt, er würde hier ein ABC machen und würde dann nochmal ein ABC oder nochmal einen Impuls nach oben setzen. Aber das ist so ein, das ist ein Triangel. Und ein Triangel kennzeichnet 4. Und 4 sagen, es kommt nochmal so ein Burst nach oben. Und danach ist die Bewegung zu Ende. Das heißt, das, was wir hier als 5 sehen könnten, wenn er nicht dann doch noch irgendwo extendiert, also würde dann hier wieder ein ABC machen und zieht dann nach oben. Die Bewegung im Detail besprechen wir nachher nochmal. Er hält hier auch an zweimal. Die Frage ist, wenn er nachts dann eben hier quer zieht und kommt danach hier oben an den Kanal und trifft dann dahin, wäre das auch. Das ist so ein Szenario für morgen Abend und für morgen früh dann auch. So, und jetzt schauen wir das gleiche mal an mit diesen Geschichten, also sprich die Linie 0, 3 angelegt an die 4. Ne, dann haben wir hier solche Werte, hier ist aber keine andere Überschneidung. Gehen wir mal davon aus, es ist möglicherweise, ist das hier die 1, 2, dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier ist die 2, hier ist die 3, hier ist die 4 und da ist die 5, weil das ist dann die interne 2. Da müssten wir hier den Punkt annehmen. Schriften das alles mal, dass ihr es mal sehen könnt. Also übergeordnet wäre das 2, 3, 4. 5 irgendwo. Und hier intern die 3 extendiert, ne, sieht man wieder, der Kanal, er geht hier oben raus. Die Frage ist wirklich hier, weil man sieht, dass er darauf lang läuft. Man sieht auch, kann auch den L und S mal nehmen dazu. Und dann sieht man, dass er hier oben auf dem Kanal auch lang läuft. Also sprich, der kennt diesen, der sieht diese Linie, der hat diese Linie. Weil er eben hier drauf lang fällt, fällt hier runter wieder, geht dahin. Also sprich, das ist eine Versetzung von dem Kanal. Also der nimmt einfach diese Linie, zieht sie rüber, macht einen Kanal nach unten raus und definiert dadurch den Einstieg nach oben. So, jetzt die andere Zählung noch. Dass die 3 extendiert hier. Macht hier die 5 fertig, wird dann zur 3 und geht dann hier als A, B, C, D, E in ein Triangel.
Und das sind so Marker. Da sagt er, okay, guckt her, ich mache jetzt noch mal was und dann ist erstmal Schluss. Und jetzt gucken wir den anderen Impuls noch mal an. Also sprich, wenn wir sagen, wir legen den an, legen den da an, dann haben wir hier die 50 und die ist hier auch die 14, 8, 8, 7. Nehmen wir mal einen so hier, wenn das hier möglicherweise die Berührung ist, die letzte. Dann ist der 14, 8, 9, 0. Bedeutet, kommt der morgen früh nach Start des Xetra hier in diesem Bereich und reagiert. So intern kann man die sich jetzt auch nochmal angucken. Muss man gucken, was er die Nacht macht. Also wenn man da, wir wissen ja noch gar nicht, ob die 4 abgeschlossen ist hier, aber der korrigiert ja möglicherweise morgen mit der 4 quer. Kommt dann hier irgendwo möglicherweise hin, aber das ist jetzt rein spekulativ. Das muss man abwarten, die Nacht. Ne, der unterscheidet sich hier viel nicht. Mal ein bisschen tiefer so in dem Bereich und macht dann auch noch hier so eine Richtung hin. Dann ist das unsere Marke für Montag. Und ab da werden eben die anderen Kanäle wieder interessant. Also ab da ist dann die Frage, sieht man ja hier, ne, der geht dann auch bis dahin, geht er dann bis zum blauen Kanal, ne, und fährt dann erst die nächste Bewegung hoch. Oder geht er zum gelben Kanal oder er bricht hier komplett durch, weil er hier abschließt. Und daran kann man das eben festmachen. Also sprich, immer mit diesen Kanälen, einen Kanal machen, Kanal machen, Kanal machen. Wenn er hier irgendwo reagiert und geht wieder hoch, kann man da auch wieder einen Kanal draus machen und so weiter und so fort. Die Kanäle, die hier so quer laufen, die haben meistens nur untergeordnete Bedeutung. Man sieht, dass der nimmt die zwar mal wahr, aber dann geht er nach oben raus, weil er diese Bewegung meistens, also sprich alles, was 1, also 0 und 2 verbindet und auf die 1 aufklappt, wird meistens gebrochen nach oben. Es kann natürlich, also sprich die Mindestbewegung, die er dann macht nach unten, ist immer auf das Level der 4, möglicherweise bis auf den Kanal, möglicherweise bricht er wieder rein, also sprich kommt er in irgendwo mal hier unten rein, sind das dann hier die Ziele. So, ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen meine Gedanken näher bringen und konnte euch dieses Channeling und diese Zielvorgaben, also Zielfindung, näher bringen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten im Kommentar stellen. Betrachtet das jetzt weniger so ein bisschen als Analyse, betrachtet das eher als Tutorial. Ihr könnt da mal reingucken, wie man das macht und wie man eben solche Sachen zusammensetzt, weil es gibt ganz viele Analysten, die nehmen da ordentlich Geld für solche Schulungen. Aber ich würde das gerne eben ein bisschen freilassen und euch ein bisschen Sachen zeigen und das Ganze interessant machen und eben euch zeigen, wie man so an solche Geschichten rangeht und versucht eben am Ende sowas wie hier rauszufinden, wenn er eben kurz davor ist. Und dann eben zu schauen daran, wenn er dann anschlägt, da wahrscheinlich zielgenau reinkommt. Und dann eben guckt, wie er dann läuft, ob er dann den Kanal bricht, ob er dann hier an den Kanal kommt, etc. pp. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Wir hören uns heute Abend, wenn ich die anderen Analysen mache. Und bleibt vorsichtig, denn wir sind in einem starken Markt. Tschüss!